Da hat sich einiges getan tatsächlich. Wir sind ja so ein bisschen weg vom Arbeitgebermarkt gerutscht hin zum Arbeitnehmermarkt. Bedeutet, dass sich jetzt ja der Fokus auch geändert hat. Unternehmen müssen sich jetzt mehr anstrengen, um geeignete Talente auch tatsächlich zu bekommen, auf sich aufmerksam zu machen. Da ist jetzt eben Employer Branding ganz, ganz stark im Kommen, beziehungsweise ist es schon länger, sollte es schon länger sein. Und ja, heutzutage ist es eben nicht mehr so, dass da flutenweise Bewerbungen eintrudeln, wenn man eine Stellenanzeige schaltet, sondern das Ganze hat sich dahingehend geändert, dass man jetzt wirklich präsent sein muss als Unternehmen, auf sich aufmerksam machen muss, eben mit Employer Branding. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach dieses Interview nicht mehr so gestaltet, dass man jetzt wirklich auf der Verhörbank sitzt als jetzt Kandidat, sondern es ist einfach ein gegenseitiges Kennenlernen. Und das versuche ich auch immer wieder rüberzubringen und dahingehend auch einfach die Candidate Experience zu verbessern. Ich möchte tatsächlich einfach dieses Talent Management ganz, ganz hoch hängen und einfach ja, Talent Acquisition aufs nächste Level bringen und die Candidate Experience verbessern, möchte aktiver sein auf Social Media und da halt einfach wirklich das Look and Feel von IKA nach außen hin auch tragen. Wir sind super modern, wir sind international und das muss man jetzt eigentlich nur noch nach außen hin zeigen. Also während des Active Sourcings Prozesses geht es mir einfach darum, da zu schauen, dass ich halt ja, so Hidden Talents finde, da einfach zu gucken, wer passt vielleicht gut zu uns, aber ist jetzt nicht so das klassische Beispiel, muss jetzt nicht von irgendeiner Top-Uni kommen oder so, sondern wirklich einfach da zu gucken, wer würde zu IKA passen. Und im Bewerbungsgespräch geht es mir hauptsächlich darum zu gucken, wie tut sich die Person? Ist sie wirklich authentisch? Es ist ja ein gegenseitiges Kennenlernen, stellt die Person vielleicht auch Fragen oder sitzt sie einfach nur da, muss man also aus der Nase ziehen und da ja, achte ich einfach drauf.